seid ihr heute hier? Weil wir auf dem Weg nach Berlin sind, wo unsere Politik das nächste Gesetz gegen die heimische Landwirtschaft, gegen die Natur, gegen die Insekten verabschieden will. Und wir versuchen gemeinsam nochmal ein Zeichen verbändeübergreifend zu setzen und hoffen, dass die Politik uns erhört, dass nur wir dafür sorgen können, dass die Insekten und die Natur in unserem Land intakt bleiben. Das Gesetz, was jetzt verabschiedet werden soll, das ist ja eine kalte Enteignung, die auch gegen sämtliche wissenschaftlichen Grundlagen wieder verabschiedet wird. Da wird wieder einfach bloß dem Main Street folgen, dem ja, Städter, wobei der Städter ist es eigentlich gar nicht, aber so wird uns das ja immer erklärt, werden wieder Gesetze verabschiedet, die überhaupt nicht praktikabel sind für uns, beziehungsweise ein wirtschaftliches Desaster darstellen und weder der Natur noch den Insekten noch den Menschen noch irgendeinem hilft, sondern es ist rein ein Politikum. Und da versuchen wir eben gegen anzugehen. Also falsch ist für uns natürlich das wirtschaftliche Desaster, aber auch das ganze Gesetz beruht sich auf die sogenannte Krefelder Studie, wo ein paar Biologen mal festgestellt haben, und das ist sogar ein Naturschutzgebiet, hier sind zu wenig Insekten. So, wir müssen in Deutschland was dafür machen oder gegen das Insektensterben. Wo wir als Landwirte ja ein ureigenstes Interesse haben, dass es Insekten gibt, die brauchen wir als Bestäuber. Und ohne vernünftige Population an Insekten haben wir auch keine intakte Natur. So, und aufgrund dessen soll jetzt eben in unserem Fall in FFH-Gebieten, in Naturschutzgebieten, an Gewässern unheimliche Randstreifen freigelassen werden, was von der Idee her, wenn man sich mit der Materie nicht auskennt, klingt das ja alles toll. Ich bleibe 10 Meter vom Graben ab mit Pflanzenschutzmitteln und dann geht es den Insekten gut. Ich weiß überhaupt nicht, welche Insekten da geschützt werden sollen, denn es wird ja trotzdem bewirtschaftet, beziehungsweise die Flächen liegen dann brach, dann sind da auch keine Blumen und nichts, dann sind vielleicht ein paar Disteln da. Und das bringt nichts. Und die Wasserinsekten, um die kann es ja eigentlich nicht gehen, denn die sind nie erforscht worden und da haben wir Landwirte ja keinen Einfluss drauf. Und das ist auch für jeden Landeigentümer oder jeden, der Grundbesitz hat, ist das, die Flächen sind ja nichts mehr wert. Und darum geht das. Und wir dürfen ja nie vergessen, je mehr von unseren fruchtbaren Böden wir aus der Produktion rausnehmen, durch diese ganzen Auflagen, die da nach und nach immer mehr kommen, desto weniger Lebensmittel können wir selbst in unserem Land produzieren und der Verbraucher will ja trotzdem satt werden. Das heißt, dann werden die Lebensmittel woanders importiert und wir stellen uns hin und machen einen auf grün und alles soll der Natur überlassen werden und jammern rum, dass der Bolsonaro den Regenwald abholzen lässt. Das passt nicht. Je nachdem, wie man mit den Flächen liegt, ja, wenn man mit den Flächen entsprechend in diesen, großteilig in diesen Gebieten liegt, dann ist es stark existenzbedrohend. Sehr stark sogar. Und deswegen müssen wir auch entsprechend da nochmal vorstellig werden. Die Politik weiß das, aber die Politik ignoriert das. Auf Kosten des Wählers. So, und wir müssen letzten Endes auch den Wähler überzeugen. Wir müssen dem Bürger ganz klar vermitteln, dass das so nicht weitergeht. Wenn das zum Tragen kommen sollte, dann wird hier mal wieder in Teilen, wie ich eben schon gesagt habe, für einige Betriebe würde das ausbedeuten und die würden abgeschafft werden. Diese Flächen gehen hier aus der Produktion raus und dafür gehen in anderen Ländern, in denen diese Vorgaben nicht ansatzweise der Fall sind, da wird halt eben mehr produziert, das wird hier eingeführt. So, und dann fragen wir uns, welcher Umwelt wir damit Genüge tun. Welche Lösung schlagen Sie vor? Wir brauchen keine Lösung. Wir leben Naturschutz. Sie brauchen sich hier nur umgucken, hier rausgucken. Hier wird jeden Tag Naturschutz betrieben. Wir können Naturschutz. Und wir brauchen auch nicht, die Politik kann ja mal auf uns zukommen. Es wird ja gar nicht mit uns geredet. Das ist zum Beispiel ja ein Punkt, den wir ganz klar ansprechen. Ja, redet mit uns, nicht über uns. Ja, so, dass die Politik sich auch mal auf uns zubewegt und den Praktiker mal fragt, wie es gehen kann. Die Frage, die Sie mir gerade gestellt haben, die stellt sich die Politik ja gar nicht. Oder die stellt uns die Politik ja gar nicht, muss man sagen. Wie gesagt, wir sind definitiv nicht gegen Insekten, wir sind auch nicht gegen die Umwelt. Wir leben mit und von der Umwelt. Und da muss man ganz klar sagen, die Politik sollte sich langsam, aber sicher mal Gedanken machen. Ich meine, wir haben jetzt gerade die letzten Wahlen hinter uns und wir haben gesehen, wo einige Parteien hinwandern, in welche Richtung. Die Richtung ist vorgegeben
Und das kommt dann zum Teil auch aus dem ländlichen Raum, das muss man ganz klar sagen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Berlin zur Bauerndemo, die schon seit dem 25. Januar in Gang ist. Ja, die Lage ist schlecht bis dramatisch. Wir kriegen immer mehr Auflagen. Und die Auflagen ist das Problem, dass wir nicht mehr Einnahmen kriegen. Ne? Also wenn wir jetzt für den Insektenschutz meinetwegen weniger spritzen sollen und weniger düngen sollen, dann müssen wir dafür einen Ausgleich haben. Oder unsere Produkte müssen teurer werden. Wie sieht die Politik das Ganze denn? Ja, die Politik, die will ja mehr Auflagen und mehr durchsetzen, damit sie beim Volk im ersten Moment gut dasteht. Bloß das Problem ist, dass wir Betriebe dadurch ausbluten. Und es halten immer mehr landwirtschaftliche Betriebe auf. Und das wird sich letztendlich nachher rächen, indem wir die Eigenversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln aus Deutschland nicht mehr gesichert ist. Und deswegen sind wir eben in Berlin und wollen eben auch mit der Bevölkerung zusammen demonstrieren. Ist die Politik eigentlich auf irgendeine eurer Forderungen schon eingegangen, seitdem ihr protestiert? Nee, also wir sind ja letztendlich seit fast anderthalb Jahren beim Demonstrieren. Und richtig durchgesetzt haben wir noch gar nichts. Also bisher ist das immer alles schlimmer geworden. Das fing an mit der Düngerverordnung, geht jetzt mit dem Insektenschutzgesetz weiter. Dann kommt nachher die TA-Luft. Und da kommen immer mehr Auflagen auf uns zu. Bloß das Problem ist, dass wir unsere Rechnungen nachher nicht mehr bezahlen können. Ne? Denn müssen unsere Produktpreise steigen. Oder eben, es muss eine Ausgleichszahlung geleistet werden dafür, dass wir meinetwegen Flächen stilllegen oder sowas. Ne? Und das ist eben jetzt das Problem. Durch dieses Insektenschutzgesetz kommt eine kalte Enteignung. Dann darf der Bauer nicht mehr spritzen und weniger düngen oder gar nicht mehr düngen. Und dann haben wir keine Einnahmen mehr von der Koppel. Und dann muss der Betrieb letztendlich aufhalten nachher. Die Jugend hat keine Zukunft mehr, in die Landwirtschaft einzusteigen. Das lohnt sich alles nicht mehr. Betriebe gehen kaputt, Generationsbetriebe auch. Und für junge Leute wie mich, die es in Betracht ziehen, in der Landwirtschaft später Fuß zu fassen, da ist das echt nicht einfach. Also so wie es jetzt aussieht, ist das fast ja unmöglich. Ja, schönes Wetter, schönes Land. Das Glück wäre jetzt perfekt, wenn wir jetzt noch unsere Rechnung bezahlen könnten. Ne? Wenn man sorgenfreies Leben hat. Das ist eben das Problem bei uns als Milchbauern oder als Bauern insgesamt, dass der wirtschaftliche Druck so groß ist, dass wir eben nachts manchmal aufwachen und überlegen, wie wir diese nächste große Rechnung, die irgendwie reinkommt, Schlepper kaputt oder Düngerrechnung steht an oder was weiß ich, wie man die denn bezahlen kann. Ne? Da kommt einfach zu wenig ran auf die Höfe auf der Einnahmenseite.